Hallo und herzlich willkommen zum Tarot der Liebe. Ja, ich erkläre ja jeden Tag jetzt eine Karte des Tarots unter dem Aspekt der Liebe. Erstmal so ganz allgemein und zum anderen dann vielleicht ein, zwei Fragen, mögliche Fragen, die immer wieder auftauchen. Ja, und heute haben wir die zwei der Schwerter. Und ich habe ja gestern schon gesagt, na, die Schwerter sind nicht die schönsten Karten für die Liebe. Und man sieht hier die Frau oder eben einen Menschen, der da zwei Schwerter über Kreuz hat und auch noch die Augen geschlossen, verbunden und ja, dem Wasser abgekehrt. Eigentlich dem Schönen so ein bisschen abgekehrt. Und ja, dieses Überkreuz zeigt schon so ein bisschen Schutz an. Und ja, da möchte sich jemand schützen. Da ist ja jemand zwar im Besitz von zwei Schwertern, also vielleicht zwei Möglichkeiten, aber ja, für was denn entscheiden? Und da ist scheinbar eine Menge Bewegung in diesem Menschen drin, der sagt, ich weiß es nicht. Da ist so viel drin, vielleicht verletzt worden sein. Also für mich ist das eine Karte, ich schütze mich. Ich möchte mich schützen. Ja, eigentlich sollte ich eine Entscheidung treffen und ich habe ja auch quasi in jeder Hand entsprechend eine Ausführung mit dem Schwert, kann ich ja etwas tun, aber im Moment will ich mich eigentlich nur schützen. Ich will nicht aktiv werden, das ist eher so passiv, warte ich darauf, okay, höre ich irgendwas durch die anderen Wahrnehmungskanäle zum Beispiel, ja, das Hören, oder fühle ich, dass es jetzt Zeit ist, etwas zu tun. Also im Moment fühlt die Person einfach nur sich schützen wollen. Und im Bereich der Liebe ist das für mich kein gutes Zeichen. Das heißt, da würde ich vielleicht in der Beratung sagen, willst du wirklich, dass da jemand zurückkommt zu dir? Diese Karte sagt mir, dein Innerstes ist vielleicht gar nicht so davon begeistert, weil da ist ja was vorgefallen, warum da jemand weg wollte oder warum du weg wolltest. Ja, und ja, natürlich ist eine innere Zwietracht dann was ein Zweifel. Okay, habe ich alles richtig gemacht? Was könnte ich tun? Und dann braucht man diese Zeit des Verweilens, bevor man wirklich entscheiden kann. Und auch für die neue Liebe verheißt das erst einmal, ne, das dauert. Das ist jetzt nicht so, die mag ja vielleicht da sein, aber wir sind noch gar nicht bereit. Da ist ja, das spielt ja auch damit. Es kann, sag ich mal, so der Wunsch sein nach einer neuen Liebe, aber unser ganzes System innen drin, ist das schon bereit, würde ich dann fragen. Also, ja, für die Liebe heißt es da, glaube ich, abwarten. Da ist zwar habe ich da zwei Möglichkeiten, vielleicht sogar zwei mögliche Lieben, aber gerade dadurch bin ich so ein bisschen erstarrt in der Bewegung und weiß nicht, was ich tun soll. Und deshalb ist das jetzt nicht eine der schönsten Karten, die ich haben würde, wenn ich möchte, dass die Karten mir sagen, okay, kommt jetzt eine neue Liebe.
Also da heißt es an sich arbeiten und schauen und sich auch schützen. Sich auch schützen vor dem Äußeren und sagen, und ganz in sich gehen, dafür eben diese Augenbinde, dass da nicht irgendwelche Dinge noch zusätzlich gesehen werden. Ja, wenn du sagst, das ist ja eine spannende Karte, aber was heißt sie für mich? Dann wie immer der Hinweis, geh auf meine Homepage miracor.de und dann ist dort die E-Mail kostenlose 15 Minuten. Also bis zu 15 Minuten kann ich dann kostenlos mit dir deine Sache besprechen. Wir würden kurzfristig einen Termin vereinbaren. Über WhatsApp-Video mache ich das dann im Normalfall. Und ja, dann gehe ich darauf ein, wie es bei dir ausschaut. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit. Und morgen kommt die 3 der Schwerter. Ja, schauen wir mal. Alles Gute dir.